Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zu Bundesligaspieltag Nummer 24 gegen die TSG Hoffenheim, die aktuell auf Platz 10 stehen, nach der Mannschaftsstärke auf Platz 13. Das heißt, wir machen heute ein Textmodus-Spiel und ich denke mal, es ist soweit alles vorbereitet. Das heißt, wir können direkt loslegen und ins Spiel gehen. So, also, Textmodus, genau, und auf geht's. Also, wir sind deutlich stärker, wie man sieht. 177 Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich hoffe, damit können wir was anfangen. Unterschätzt ihr nicht, das ist immer wichtig. Ich habe heute mal die Siegesprämie weggelassen übrigens, weil wir jetzt einen kleinen Vorsprung vor den Bayern haben, wenn man in die Tabelle schaut. Ich hoffe, das nehmen wir dann trotzdem ernst genug. Leg gleich los hier, bitte. So, wird Daniel Dabbert auch heute wieder treffen? Achso, der hat ja, stimmt, sehr viele Tore in dieser laufenden Saison bereits erzielt. Gute Möglichkeit für den MTV Gießen. Tobias Furtmeier zieht aus 20 Metern ab, aber er trifft nur seinen Mitspieler Franz Klopp in den Rücken. Jesse Weipert kann klären. Mo Mettel ärgert sich da ein bisschen. Gelbe Karte für Daniel Dabbert. Eine klare Schwalbe von Daniel Dabbert wird von Schiedsrichter Steven Chakrasli, konsequent mit einer gelben Karte geahndet. Oh, und da ist das erste Tor von Helge Corneliussen für den MTV. Der MTV spielt hier mit Abseitsfalle. So, und nach einem Doppelpass mit Malte Kist ist Malte Kwaliszewski durch. Halb rechts im Strafraum sieht der kopfballstarke Pole den mit aufgerückten Helge Corneliussen an der Grenze des 16ers und legt auf diesen zurück. Der nimmt freistehend Maß und platziert den Ball in der linken unteren Ecke. Eine weitere Eingabe von Hassan Amin klärt Axel Amthor genau vor die Füße von Daniel Dabbert, der aus 11 Meter abzieht, doch rechts vorbei. Hui. Gianni Chiatta rettet in höchster Not gegen Lukas. Der erfahrene Brasilianer hätte sonst freie Bahn gehabt. So, jetzt machen wir nochmal hier Druck. Der Schiedsrichter ist schon genervt. Chance für den MTV Gießen. Ein Schuss von Tobias Furtmeier wird noch abgefälscht und verfehlt das Tor nur knapp. Helge Corneliussen hatte sehr gut vorbereitet. Weiter 0:1. Ecke von rechts, Tobias Furtmeier. Ecke von Tobias Furtmeier, Jesse Weipert klärt zunächst. Dann gewinnt John Walmsley einen Zweikampf gegen Theo Benner und befördert den Ball vor den Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Gianni Chiatta, der ihn annimmt und dann entschlossen abzielt. Malte Kwaliszewski steht in der Schussbahn und fälscht den Ball mit der Hacke ab. Lukas Bundschuh ist chancenlos, aber der Ball kullert zum Zentimeter am Tor vorbei. Ein blitzschneller Konter. Christopher Löbel läuft völlig frei über den rechten Flügel und legt quer auf Lukas. Der Pass des Stürmers war schlecht, und so trifft Lukas aus Spitzenwinkel nur das Außennetz. Ein relativ klares Foul von Tommy Georgiadis an Gianni Chiatta im Strafraum, aber der Schiedsrichter stand schlecht und hat nichts gesehen. Gutes Passspiel des MTV Gießen. Über vier Stationen läuft die Kugel direkt gespielt durchs Mittelfeld. Tobias Furtmeier wird dann letztlich von Matthias Gietze derart bedrängt, dass er den Ball verliert. So, nach einem Knaller von Yannick Schwind geht Christopher Wiesner benommen zu Boden. Malte Kwaliszewski spielt den Ball nicht ins Aus, sondern flankt nach innen, wo Malte Kist mit dem Kopf zur Stelle ist. Aber der Kopfball geht dann doch gute 3 Meter am Tor vorbei. So, und dann gibt es auch die gelbe Karte für Christopher Wiesner. Taktisches Foul heißt es so schön im Fußballerjargon. Am Vergehen selbst ändert das nichts und daher gibt es gelb für Christopher Wiesner. So. Bald können wir wieder voll in Angriff gehen. Christopher Löbel hat den Ball im Halbfeld und schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Gianni Chiatta will zum Ball gehen, aber nach einem Zuruf von Helge Corneliussen lässt er den Ball passieren. Lukas kann nicht mehr eingreifen, das Leder landet im Tor aus. So, der MTV Gießen ist wieder auf dem Weg nach vorn. Ein Drehschuss von Malte Kwaliszewski sorgt für Gefahr. Torwart Lukas Bundschuh ist jedoch... Hier ist jedoch zur Stelle und begräbt den guten Schussversuch aus 13 Metern unter sich. So, wenn man gleichzeitig lesen und was klicken will. Gianni Chiatta mit einer guten Flanke von der linken Seite, aber Lukas Bundschuh kommt heraus und der erfahrene Österreicher faustet den Ball mutig mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone. Jesse Weipert zieht da schnell den Kopf ein. Daniel Dabbert hat offensichtlich die falschen Schuhe für diese Platzbedingungen ausgewählt und muss diese jetzt wechseln.
Bei einem Konter über Malte Kist gelangt das Leder zu Theo Benner, der nach innen flankt. Christopher Wiesner rettet vor Malte Kwalczewski zur Ecke. Flach und mit ordentlich Power schlägt Jannik Schwind eine Flanke in den Strafraum, wo Malte Kwalczewski lauert und den Ball direkt aus der Luft nimmt. Lukas Buntschuh reißt die Fäuste hoch und lenkt das Leder damit über die Latte. Eine gute Aktion von beiden Seiten. So, Ecke von rechts. Ganz einfache Variante des MTV Gießen. Helge Corneliusen verlängert den Eckstoß am kurzen Pfosten und in der Mitte kommt Malte Kwalczewski relativ unbedrängt zum Kopfball. Der Ball landet neben dem Tor. Da hat die Hintermannschaft Glück gehabt. Weiter 0:1. Theo Benner wird auf der rechten Seite steil geschickt, legt dann rüber zu Malte Kwalczewski, doch Jesse Weibert passt auf und klärt vor dem Angreifer. So, und das ist 2:0, Franz Klopp, super, Ecke von rechts, Tobias Furtmeier, Ecke von Tobias Furtmeier, Malte Kist legt per Kopf aus Franz Klopp ab, der hat keine Mühe, das Leder über die Linie zu drücken, bevor er jubelnd in Richtung Fankurve abdreht. Juhu! Schön. Und die nächste Chance. Christopher Wiesner riskiert hier einen Strafstoß. Da hat er Glück, dass Schiedsrichter Steven Chakrasli nach einer plumpen Grätsche gegen Franz Klopp nicht auf den Punkt zeigt. Momentan ist es eine äußerst einseitige Partie. Die TSG Hoffenheim hat hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch einiges höher ausfallen. Ich wollte gerade sagen, die Bayern haben noch ein Problem, aber jetzt haben sie wohl doch ihren Siegeskurs wieder eingeschlagen. Eben waren da noch 57 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, wir können noch mal hier. Ha. So. Gelbe Karte für John Walmsley. John Walmsley kommt im Zweikampf mit Malte Kist etwas zu spät und trifft den ideenreichen Superstar leicht. Okay. Halbzeit. Lese ich später weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben ziemlich gute Mittelfeldspieler, aber das sind wir ja gewohnt. Ich wechsle die jetzt einfach mal beide aus. Dann können sie ihre 1,0 mit nach Hause nehmen. Helge Nielsen hat auch super gespielt. Das kommt bei unseren Innenverteidigern nicht allzu häufig vor. Und dann bin ich zufrieden mit den Wechseln. Nach frische Werten muss man sich hier ja keine Sorgen machen. Deswegen habe ich einfach mal nur nach Noten gewechselt. So. Jetzt hier ein bisschen loben. Hat leider nicht so viel geholfen. Hier nochmal loben. Das hat geholfen. Das ist sehr schön. Und beim Rest ist es so ziemlich egal. Dann lobe ich einfach mal die Leute, die gut gespielt haben. Selbstvertrauen ist auch bei allen hoch. Hier Cornelius darf nochmal gelobt werden. So. Und ansonsten massieren, massieren und massieren. So, die müdesten sind massiert. Und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. So, wo waren wir denn jetzt? Steven Chakrasli zückt den gelben Karton, was eher unnötig ist. Das war keine absichtliche Attacke und Malte Kist steht auch schon wieder. Okay. So, ein Treffer vor der Pause wäre für die TSG Hoffenheim jetzt psychologisch sehr wichtig. Hier ist wirklich Schluss. Ab 5 erste Halbzeit. So, jetzt haben wir die nächsten Wechsel für den Anfang der zweiten Halbzeit. Dienstschluss für Helge Corneliusen, dafür kommt Anastasius Chranalulis. Dann haben wir Nico Hildebrand und für Jannik Schwind und Michael Karl für Tobias Furtmeier. Und weiter geht's. Gleich mit der Chance für den MTV. Michael Karl taucht plötzlich alleine vor Lukas Buntschuh auf, doch statt zu schießen schlägt der technisch versierte Mannschaftskapitän noch einen Haken und vertändelt so die Chance. Und jetzt wird's erst lauter. Nächste Chance für den MTV. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Franz Klopp wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Und ein Tor, ganz plötzlich. Für welche Seite ist es denn? Oh, das Anschlusstreffer für Hoffenheim. Lukas bringt die Gäste mit einer Energieleistung wieder heran. Alleine gegen 5 Verteidiger und Torwart Axel Amthor setzt er sich durch und buxiert schließlich den Ball irgendwie ins Tor. Uff, okay. Das kam überraschend. Jetzt haben wir aber wieder eine Chance. Das gesamte taktische Verhalten der TSG Hoffenheim erinnert irgendwie an einen Hühnerhaufen. Nach einem Knaller von Franz Klopp geht Christopher Wiesner benommen zu Boot. Malte Kwalczewski spielt den Ball nicht ins Aus, sondern flankt nach innen, wo Malte Kist mit dem Kopf zur Stelle ist. Aber der Kopfball ist etwas zu lasch. Lukas Buntschuh packt zu. So, nächste Chance. Und Tor! Juhu! Okay, dann hat es ja doch nochmal geklappt. Also, Malte Kwalczewski mit dem 3:1 nach Vorlage von Nico Hildebrand. Hier. Eigentlich ein harmloser Distanzschuss von Nico Hildebrand. Aber Lukas Buntschuh lässt den Ball nach vorne prallen und macht damit Malte Kwalczewski ein Angebot, das dieser nicht ablehnen kann. Ganz souverän schiebt er den Ball in die Mitte des leeren Tores. Ach ja. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Oh, kurz vor der Tribüne. wo waren wir denn jetzt? Ecke von links, Nico Hildebrand. Wieder steht Lukas Buntschuh im Brennpunkt. Nach der Ecke rettet er sowohl gegen Malte Kist als auch gegen Gianni Chiata.
Momentan ist es eine äußerst einseitige Partie. Die TSG Hoffenheim hat hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Den Satz haben wir heute schon mal gelesen. So, und Pfostenschuss von Christopher Löbel. Also, ab und zu geht doch was hier. Wird dies das 2:3? Christopher Löbel versetzt Theo Benner links im 16er und schießt aus spitzem Winkel. Der Ball knallt gegen die Außenlasten. Oh, Riesenchance in Sinsheim-Hoffenheim. Der MTV Gießen kontert bei 5-4 Überzahl über Michael Karl. Malte Kwalicewski ist durch. Er hat nur noch Lukas Bundschuh vor sich. Schießt. Aber Lukas Bundschuh ist unten, hat den Ball. Okay, dann ist das wohl so. Na gut. Gut gemacht, Lukas Bundschuh. So, Malte Kwalicewski scheitert nach einem schönen Konter freistehend an Lukas Bundschuh. Schade, schade. Oh, die Bayern haben wieder Probleme, wie ich sehe. Sind aktuell auf Unentschieden-Kurs, wenn ich das richtig interpretiere. Bei einem Konter über Nico Hildebrand gelangt das Leder zu Theo Benner, der nach innen flankt. Jesse Weipert rettet vor Malte Kwalicewski zur Ecke. Das wäre natürlich super, wenn wir unseren Vorsprung hier noch weiter ausbauen könnten. Spielerwechsel bei Hoffenheim. Christian Frager für Tommy Georgiadis im defensiven Mittelfeld. So, Ecke von rechts. Nico Hildebrand. Lukas Bundschuh hat da das Glück des Tüchtigen. Die Ecke von Nico Hildebrand kommt genau auf den Kopf von Malte Kwalicewski, aber der Köpf um Zentimeter rechts vorbei. Jetzt können wir nochmal versuchen und... voller Angriff. Kurz vor der Tribüne. Oh je. Macht Druck. Will noch mehr Tore sehen. Wir haben zwar schon mehr als genug, aber egal. Glanzparade. Naja, gut. Osama El Khalil kommt rein für John Walmsley, die auf der Linksverteidigerposition übrigens. Und der MTV Gießen ist jetzt ständig in der Offensive. Einen weiten Abschlag von Axel Antor will Christian Frager elegant per Volleyschuss wieder zurückbefördern, produziert aber nur einen wenig eleganten Querschläger. Franz Klopp hat den Braten gerochen, schnappt sich das Leder, stürmt alleine auf Lukas Bundschuh zu. Der reißt gerade noch den Arm hoch und lenkt den Ball, den platzierten Schuss noch zur Ecke. Dies war der 10. Ball aufs Tor für den MTV Gießen. Hui. So, Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Die Ecke wird zunächst von Matthias Gietze geklärt, doch etwas zu kurz. Franz Klopp fasst sich aus 20 Metern ein Herz und hämmert den Ball aufs Tor. Doch Jesse Weipert geht großes Risiko und schlägt den Ball Volley zurück. Großartige Szene, weiterhin 1:3. So, Ecke von links, Nico Hildebrand. Christian Frager hindert Malte Kwalicewski eindeutig durch Festhalten am Kopfball, aber Schiedsrichter Steven Chakrasli hat nichts gesehen. Das Spiel läuft weiter und die TSG Hoffenheim hat erst einmal den Ball. So, die Führung des MTV Gießen geht voll auf in Ordnung. Von der TSG Hoffenheim kommt im zweiten Durchgang vorne viel zu wenig. Nach einer schönen Kombination und einem Pass von Malte Kist verpasst Franz Klopp nur knapp sein zweites Tor an diesem Tag. So, früher Wechsel Felix Schröter für Daniel Dabbert im Sturm. Und ein Schuss von Michael Karl wird von Jesse Weipert zur Ecke abgeblockt. Vielleicht können wir nochmal die Leute anfeuern hier. Ecke von links, Nico Hildebrand. Hoch kommt der Ball auf den 11-Meter-Punkt, aber Torhüter Lukas Bundschuh klebt da nicht wie manch andere auf der Linie, sondern stimmt heraus und schnappt sich das Leder. Und wir machen nochmal vollen Angriff. Oh, es wird immer knapper. Nachdem Michael Meister sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Michael Karl als fairer Sportsmann und spielt den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Bei Michael Meister scheint es zum Glück nicht allzu schlimm zu sein und ja. Konter der TSG Hoffenheim über Matthias Gietze. Der behauptet sich gegen Nico Hildebrand im Zweikampf und zieht dann aus halblinker Position am Strafraum ab. Kein Problem für Axel Antor. Hoppla. So, Matthias Gietze mit einem riskanten Rückpass auf Lukas Bundschuh. Der riskiert Kopf und Kragen und kann gerade noch vor Franz Klopp retten. Oh, und jetzt nochmal eine Chance für die TSG. Glanzparade, oha. Axel Amthor, schön. Langer Ball auf den Flügel. Christopher Löbel bekommt den Ball an der Eckfahne unter Kontrolle, zieht ihn in den Strafraum, lässt Theo Benner aussteigen, will schießen. Aber Axel Amthor wirft sich heldenhaft auf den Ball und vereitelt ein sicheres Gegentor. Das Spiel wird exakt nach der regulären Spielzeit beendet. Schlusspfiff. Ein gutes Spiel mit vielen Torszenen. So sollte das sein, deswegen haben wir da unsere Leute auch schön angefeuert. Und die Bayern haben doch noch gewonnen. Ja, ja, so kennt man sie. Die kriegen das immer noch irgendwie gewuppt. So. Aber gut, wir sind vorne. Wir sind vorne. Das ist das Wichtigste. Wir sind weiterhin vorne. Mit 4 Punkten Vorsprung. Das heißt, einmal können wir patzen. Das macht die Sache etwas angenehm. So, Yannick Schön ist Spieler des Spiels. Das ist doch schön.
freut mich, auch wenn er nur eine Halbzeit gespielt hat und kein Tor geschossen hat, soweit ich weiß. Gegen Jena. Die hatten Schwierigkeiten gegen Jena, gegen den Tabellenletzten. Das hätte ich ja nicht erwartet. Ach du Schande. Hui. Krass. So, Spieltagsstatistik. Wir haben 4 Leute. Schwind, Furtmeier, Karl und Corneliusen in der Mannschaft des Tages. Schön. Corneliusen hat ja, glaube ich, ein Tor geschossen. Ne? So war das doch. Zweitbeste Mannschaft des Tages. Und hier sieht es so aus, dass Kwalischewski ein Tor gemacht hat. Ist jetzt 3 Tore hinter Görz. Der hat heute kein Tor gemacht, ne? Immerhin. Ja, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. Mit dem Torschützenkönig. Wir haben ja mindestens 2 Leute in aussichtsreicher Position. Schön. Beste Mannschaft, so wie es sein soll. Gut. Und unsere zweite Mannschaft gewinnt 5:0 gegen Oldenburg. Schön. VfB Oldenburg. So. Oh. Moment. Das hatte ich aber noch nie, was ich da gerade oben sehe. Also, die kennen wir alle. So, hier. Ihrem Psychologen Nicolo Aldo Prandelli gelingt es, in vielen persönlichen Gesprächen ihren Spieler Malte Kiss so richtig stark zu reden. Er hat nun keine schwachen Nerven mehr. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Der hatte eine Charaktereigenschaft, schwache Nerven, nehme ich an. Das war mir jetzt nicht so, wusste ich jetzt nicht auswendig. Und die hat er wohl jetzt verloren, weil wir einen guten Psychologen haben. Wahnsinn. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Wow. Das wusste ich nicht, dass es geht. Super. Super, super. So, wie sieht's aus? Spiel hier noch 6 Tage, okay. Für die zweite Mannschaft. Dann warten wir da erstmal. Sonst gibt's, glaube ich, auch nichts zu tun. Dann klicken wir uns erstmal durch. Zum nächsten Spiel. Dann haben wir wieder Champions League gegen Steaua București. Und, vielleicht noch das ein oder andere Gebäude, was wir ausbauen können bis dahin. Wenn ich das richtig gesehen habe. Was wird denn da gerade ausgebaut? So, noch 2 Tage, bis die Fanartikelproduktion fertig ist. Was war nochmal der Grund, warum ich das ausbauen wollte? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht, ach, weil ich kein Geld hatte, glaube ich. Deswegen, das war unser Problem. Mussten wir erst wieder Anteile verkaufen, um wieder ein bisschen an Geld zu kommen. Ja gut. Das ist ja nicht mehr das Problem. Jetzt würde ich halt ganz gerne wieder zuerst die Gebäude ausbauen, die am teuersten sind. Die am teuersten sind, die am längsten dauern. Das war meine... So wollte ich das machen. Die Gebäude ausbauen, die am längsten dauern. Weil das sind ja häufig dann die, die Voraussetzungen sind für andere Gebäude. So. Okay. Da geht's auch voran. Wobei eigentlich diese Hobbys sind ein bisschen... Weiß ich nicht. Nicht so wichtig eigentlich, aber ich nehme die trotzdem mit. So. Da haben wir das Champions League Achtelfinale. Das gibt es dann beim nächsten Mal zu sehen. Aber erstmal schauen wir uns hier die Infrastruktur an. Also Fanartikelproduktion ist abgeschlossen. Medizinische Abteilung ist auch bald fertig. Das würde heißen, dass dann unsere alle... Also gut, beim Trainingszentrum, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Das ist noch nicht fertig. Aber alle anderen Gebäude sind dann komplett ausgebaut. Die zumindest direkt die Spieler... betreffen. Dann haben wir ziemlich gut versorgte Spieler. Das freut mich. Also optimal versorgt, könnte man sagen. Abgesehen halt vom Trainingszentrum. Oh, das kommt noch. Das ist ja auch unterwegs. So, dann schauen wir doch mal. Was dauert denn hier am längsten zu bauen? Das dauert 18 Tage. Das hier dauert 36 Tage. Das macht übrigens schon ordentlichen Gewinn, habe ich neulich gesehen. Schon im 6-stelligen Bereich. 36 Tage, so. Immer noch 36 Tage ist das Höchste. 36 Tage ist immer noch das Höchste. 29. Das ist schon fertig. Gut, solche Dinger, die gehen ganz schnell, ne? Haben aber, glaube ich, keinen Effekt. Ist also noch keine Herausforderung, denke ich mal. Ich nehme an, es läuft auf das Vereinsmuseum hinaus. Auch wenn das wahrscheinlich keine Voraussetzung für irgendwelche anderen Sachen ist. Aber 22... Ach, nochmal 36. Guck mal hier. Ja, dann haben wir zweimal gleich auf. Warum nehmen wir dann nicht einfach das Hotel? Dann haben wir 2 verschiedene Gebäude jetzt neu gebaut.
die uns vielleicht auf zwei verschiedene Weisen Einnahmen einbringen. Das wäre doch schön. So, das ist auch günstiger übrigens, das Gebäude. So, angestrebte monatliche Einnahmen von 4000 Euro. Ja gut, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, ne? Aber es kostet auch nicht so wahnsinnig viel, das Gebäude, ne? Wie viel kostet das Museum? 1,5 Millionen ist fast doppelt so teuer. Ungefähr doppelt so teuer. Hat auch, glaube ich, dann ein bisschen mehr Einnahmen. Egal, ich baue erstmal das Hotel aus. Wir bauen alles früher oder später aus. So, 32 Tage, dann ist das Hotel fertig. Ja, und das nächste Gebäude ist dann die medizinische Abteilung in 18 Tagen. Und dann ist da ein weiteres Gebäude für die Spieler fertig, also richtig fertig, was man nicht mehr weiter ausbauen kann. Und dann bleibt eben nur noch das Trainingszentrum übrig. Ach ja, schön, wenn es vorangeht. Das freut mich. Ich freue mich schon, wenn das Vereinsgelände irgendwann komplett ausgebaut ist. Dann haben wir super Voraussetzungen für alles Mögliche. Hatte ich halt noch nie beim FM erreicht, deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. So, die zweite Mannschaft will spielen, ja dann, ne, Moment, nicht so. Aufstellungsregeln, so nach Frische hoffentlich aufgestellt, das wäre ganz schön. So passt das dann ungefähr. Jo, okay, so spielt ihr dann. Ich hoffe, das kriegt er hin. Und an den Rest der, ja, kümmere ich mich dann zum nächsten Mal darum, dass die... Aber eigentlich ist es nicht so schwer. Wir haben schon 2:0 geführt. Ist die Frage, kann man sich das erlauben, nach Frische zu spielen? Wir spielen jetzt zu Hause, ne? Das heißt, theoretisch einfacher, das Spiel. Schauen, hier könnte man ihn noch da hinstellen. Dann wären wir immer noch deutlich stärker als der Gegner. Vielleicht spielen wir einfach mal so. Ich hoffe mal, dass das schon hinhauen wird irgendwie. Dann würde ich ansonsten sagen, vielleicht könnte man sogar, will man so viel Risiko eingehen, noch einen schlechteren Torhüter aufzustellen? Weiß ich nicht genau. Kann ich mir zum nächsten Mal noch überlegen. Ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Dabeisein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.